Hallo und willkommen beim Whisky-Nerd. Und heute nehme ich euch mit ins schöne Mostviertel zum Mostbaron Seppelbauer. Und der liebe Jürgen Datzberger wird uns heute seine Whiskys vorstellen. Und das Ganze befindet sich hier in schönem Bittersberg. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt geht's dann gleich los. So, und jetzt steht neben mir der liebe Jürgen Datzberger. Hallo, servus. Hallo, grüß euch miteinander. Und er wird uns jetzt einiges erzählen über den, wie sagen wir jetzt da, wie ihr zum Whisky gekommen seid, um das Ganze, bitte. Ja, mit 15 Jahren habe ich halt ins Whiskybrennen angefangen. Da hat der Papa gesagt, ich soll vielleicht meine eigene Geschichte ein wenig machen. Dann hat er gesagt, hat mir schon mit Schnapsbrennen immer ein wenig gut gefallen, wenn du da dabei sein kannst und zuschauen kannst. Und wenn du damit aufwachst, ist es immer wieder ganz was anderes. Und mit 15 Jahren habe ich dann halt meine eigene Geschichte einmal probieren wollen. Da hat er gesagt, ja, passt, machst du den Whisky, du magst es, du schaust dir das an, dass du das Getreide kriegst, was ist das Bessere, du hast, ich kennst eh die ganzen Kollegen von mir, habe mit denen zusammengeredet, mit dem Hiebelgeher, mit dem Liebelgeher von Deutschland, und es sind gute Kollegen von uns, und die haben mir da voll geholfen, und dann ist es einmal weitergegangen, jetzt machen wir seit 12 Jahren Whisky, wir haben extrem viel vorproduziert, dass wir eine lange Reifung garantieren können, dass wir dann einmal 10, 15, 20-Jährige haben, wir haben jetzt eh im Köhler schon so 12-jährige Whiskys. Das ist eine ganz interessante Geschichte, umso länger was länger, umso besser ist bei manchen Sorten und je nach Brennvorgang. Und ja, wir haben selber auf die Gerste spezialisiert, weil wir das selber anbauen und Weizen. Und das sind eigentlich unsere Hauptfaktoren beim Whisky, genau. Sehr interessant. Habt ihr nicht so gemeint Roggen? Habt ihr auch ein bisschen was probiert? Oder? Wie? Von Roggen? Roggen haben wir auch schon was probiert. Wir machen verschiedenste Sorten, auch Tänkel zum Beispiel, und aber das ist alles noch im Kämmer. Mhm. Wir haben jetzt viel mit Dorfgersten mal jetzt probiert. Das ist auch ganz eine richtig lässige Geschichte, jodigen Sachen. Und das war deshalb auch zum Küvetieren eine richtig lässige Geschichte. Genau. Und habt ihr eine schöne Anlage? Genau, ja. Seit wann habt ihr die in Besitz? Also wir haben da eine kleine Verschlussbrennerei, die haben wir seit 2002. Das ist gleich saniert worden von Karl, von Brennereianlagenbauer. Und es ist eine 150 Liter Wasserbadbrennerei mit Kolonnen freistehend und mit Öl zu heizen und auch elektrisch. Also wir kriegen jetzt da 25 kW Photovoltaik und da fahren wir dann elektrisch, soweit es geht. Genau. Ist eine super Anlage und mit der brennen wir eigentlich gut. Wir haben jetzt entschlossen, dass wir uns nochmal sanieren dann und nach dem Umbau dann eine neue Brennerei dazu kaufen. Gut, und jetzt schauen wir dann weiter. Wird sicher noch sehr interessant. Bleibt's dabei. So, wir sind jetzt in unserem Reifekeller, Holzfassreifekeller. Wir haben da verschiedenste Eichensorten. Das meiste sind regionale Eiche, wie hier die Kirchhofeiche aus Grein. Dann haben wir Schneckenleiteneiche, aber auch natürlich Wiederbelegungsfässer, die was wir zum Nachreifen nehmen für unseren Whisky, die was man da gut sieht. Hier unten haben wir dann verschiedenste kleine Chargen wie Kirsche, Weichsel, Vogelbeer, Williams, Jenin-Eiche, was wir gerade probieren. Wir haben da hier unten in unserem Keller ca. 50% Whisky, 40% abflutete Birnenmoosbrände, die was für uns sowieso ein Steckenpferd sind. Und auch Rum haben wir so 5% und das Rest teilt sich auf, wie gesagt, bei den ganzen Probegeschichten, was wir gerade probieren, Gen und solche Sachen. Wie man da hinten sieht, da haben wir da den Schneckenleiteneiche aus Weidhofen, also alles in der Region gekauft und frische Fässer. Auch ein Wiederbelegungsfass haben wir rechts unten, so ein Ferranfass. Und ja, eine amerikanische Weißeiche haben wir da. Und da wird auch der Whisky reingefüllt. Genau.
So, Dala, und jetzt zum Abschluss hast du mir hier ein paar schöne Fassproben hergestellt. Ja, genau, wir haben da ein Gerstenmalz, ein 9-Jährigen, haben wir es gerade im Glas. Und dann haben wir noch eine Gerste 5, 6, 7 Jahre und 9-Jährigen Weizen, dann eine Sherry und eine Gerste dreifach gebrannt, also Triple Distillate. Und ein wenig eine dorfige Sache haben wir auch noch mitgenommen. Das sind jetzt Fassproben mit 50 bis 62 Volumenprozent, sowas. Okay. Also das ist schon, also nicht runtergesetzt, wirklich straight vom Fass weg. Und ja, wir probieren es jetzt einmal, glaube ich. Ja, probieren wir mal. Hier nochmal der 9-Jährige. Zeigen wir mal her, da wird schon sehr dunkel. Schon schöne Farbe für seine 9 Jahre. Österreichische Eiche. Ist 9 Jahre einmal in den Fassel gewesen, also noch gar nicht verschnitten oder irgendwas, in der Schere. Ist wirklich straight von unserer eigenen Gerste. Die wird dann gemälzt und wird dann ins Fassellager. 109 Liter. Genau. Von Schneckenleiten aus Weidhofen, also alles regional. Also unsere Gerste, was wir selber bauen, dann anbauen, dreschen, wir haben einen eigenen Drescher noch, wo wir selber dreschen dann. Und also wirklich von alles aus der Region. Eine sehr Karamell, Vanille. Schokolade geht was. Ja, schön Karamell. Mhm. Schokolade, eine dunkle Schokolade, würde so eher gehen. Wenn es die 70%igen, die leicht bitteren. Ja, ja. Ein leichtes Bitter, vielleicht ein Holzscher noch. Das mit der Lagerhang wird dann wahrscheinlich eh in eine Schereiche, kommt der vielleicht rein. Aber das müssen wir uns erst anschauen. Hier haben wir nochmal die 3er stehen, was es gerade gibt. Ne? Die kennst du ja schon alle von meinem Kanal. Hier ist der 4-jährige Medium Peated. Da haben wir dann den Fassstärke, den Sherry-Finish und dann den 5-Jährigen. Genau. Alle 3 habe ich schon verkostet, sind auch sehr gut. Mein Favorit ist natürlich der 7-Jährige, der Sherry. Genau, ja. Ah, strong mit 48%, also ja, der ist schon direkt ab Fass, nicht filtriert. Nicht geschärft, nicht kühl gefiltert, also der ist schon... Genau, direkt vom 500 Liter Fass weg. Und der älteste lagernde Whisky ist jetzt gerade 12 Jahre? Genau, das ist den habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt, das war es von meinem Vater. 2007 war das und am 25. Dezember haben wir gleich aufhören müssen natürlich, weil wir eh schon brennt gehabt haben in Whisky. Und der liegt jetzt noch einmal und der wird dann einmal für ein Jubiläum, wie wir vorher geredet haben, einmal den Fass enthoben und zum Verkosten freigegeben. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern, jetzt war eine ziemlich leichte Toastung, also der reibt da länger. Und das wird dann in 15 Jahren sowas, dass es schön alt wird, wird er dann rauskommen, genau. Schönes hohes Alter dann, vielleicht so ein 20-Jähriger. Genau, ja. Und da braucht man keine Angst haben, da müssen wir schon gut bewachen. Ja, genau, nein, das wird schon passen, da unten im Whisky-Lager, da war ich gerade vorher unten. Da reift dann gedeiht er schön kühl und das passt gut, da unten die Lagertemperatur und ja. Was Neues kommt auch, wahrscheinlich im Herbst. Genau, also, da haben wir jetzt eine Geschichte, da will ich noch nicht zu viel verraten, mit zwei Brennerkollegen, mit dem Nibelgier, mit dem was wir eh recht viel zusammenarbeiten. Also es hat es immer wieder, es geht immer weiter. Genau, also wir sind ja recht gut mit vielen Kollegen, wie gesagt, mit Nibelgier oder Brückelfloren oder mit dem Nibelgierhard. Da arbeiten wir zusammen und wenn es miteinander arbeitet, dann geht auch viel mehr. Und habe ich gerade wieder zwei neue Namen, dann kann ich gleich wieder weitersuchen. Ja, Suche geht Pol, immer weiter. Ja. Die besten Brenner in der Region. Und ja. Wir haben zwei andere spannende Geschichten. Ja, das darf man auch mal kurz herzeigen. Leider gerade ausverkauft, aber ich habe mich schon verkosten. Die letzte Flasche abgerissen. Ich habe einen sehr feinen Bienenbrand, muss man genau sagen. Da haben wir den Dr. Jules Goyot-Birne, es ist eine Kategorie, eine Sorte der Zitronenbirnen. Hat gut gemacht auf der Destillata in Edelbrand des Jahres. Und beim Craft Spirit Best in Show in Berlin ist er zum Kategorien-Sieger für alle Kategorien gewonnen. Der hat das gewonnen.
und es ist extrem ja. fruchtbar. Aber leider ja. ist er schon ausverkauft, seit wir das umgenommen ist er ziemlich schnell vergriffen gewesen. Aber wir haben jetzt den Nachfolger schon da, ist zwar nicht prämiert, aber kommt seinesgleichen Boah. Ziemlich gut zu. Boah, schöne Biene. Ja, das ist ganz was Interessantes, ja. Und da ist wirklich was ganz Interessantes, so was habe ich auch noch nie probiert. Und ich zwar ein Gurkengeist. Also. Wir haben 100 Kilo Gurken mal probiert zum Mazerieren. Ist eine recht interessante Geschichte. Wir haben am 20. haben wir unser Fest und da wird das zum ersten Mal dann so, jetzt probiert. Kurz näher gehalten. Kamerafrau. Das ist sicher interessant, wenn es 3 Zentiliter Gin, ein Gurkengeist, 1 Zentiliter und dann Tonic. Was Schönes für den Sommer, ne? Ja, yeah, genau. Also der, was Gurken mag und ich glaube, dass das ziemlich gut rausgekommen hat. Also in der Nase war wirklich hier eine schöne Salatgurke. Das ist nicht das Typische, aber wir probieren natürlich alles. Und im Mund ist schön angenehm. Ja. Yeah. Sehr weich. Leicht süßlich sogar. Mhm. Ein schöner Gurkengeschmack. Also wer einen Gurkensalat mag, kann es auch mal damit einen Geist probieren. Ah, oh, sehr interessant, aber noch nie gehabt einen guten Geist, aber ja. Man lernt nicht nie aus. Man lernt nicht aus, ja. Man kann ja im Endeffekt alles brennen durchs Mazerin und durchs Auslagen in Alkohol. Und wir haben sich gedacht, Gurken und Tonic ist sowieso, Gurken-Gin ist sowieso immer ein Begriff und das passt recht gut zusammen. So, jetzt noch kurz dazu. Euer Gerstenmalz bezieht ihr aus Schottland? Ein Teil, also den kleinen ja. Teil, was wir überhaupt zukaufen, ist das einzige, das Dorfmalz. Mhm. Das andere haben wir ja alles selber natürlich, Weizen und die Gerste. Das Dorfmalz ist von Schottland, hat 50 ppm, also die dorfigste Geschichte, was es am Ende gibt. Das ist dann super zum Verschneiden, wie wir es beim Vierjährigen mhm. gehabt haben. Da war ein Siebenjähriger und ein Vierjähriger, die haben wir dann verschnitten. Und ja, es ist komplett das söchliches Getreide und ja, es passt super zum Verschneiden, wie gesagt. Dass du die schottische Richtung ein bisschen reinbringst mhm. und ist ja super zum Kübeltier mit unserem Getreide. Also da sind wir gespannt, was in Zukunft von Seppelbauer noch kommen wird. Genau. Du garantierst uns gute Qualität, da bin ich auch sicher, dass es alles funktionieren wird. Und jetzt haben wir das ein bisschen mehr in der Mitte. Der Erfolg gibt euch recht, ihr habt da schon sehr viele Preise gewonnen. Mhm. Und es werden sicher noch bessere nachfolgen. Und interessante Geschichten, ältere werden kommen natürlich, jetzt genau. Jetzt seid ihr gerade am Beginn. Ja. Aber die Fassproben sind schon wirklich sehr interessant. Mhm. Nein, es sind schon recht interessante Geschichten dabei. Ja, ja mit 9 Jahren, da geht es schon dahin jetzt. Ja, die ganz, ganz alten, die haben wir noch verborgen. Und jetzt können wir dann die ganzen Schätze. Genau. Also ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Führung und für die Verkostung. Ich bedanke mich, dass ihr vorbeikommen seid, es hat mich recht gefreut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Natürlich werde ich noch weitere Destillerien besuchen und euch auf der Reise Whisky Österreich weiterhin mitnehmen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.